Chat, wie es aussieht hier, ne? Oh mein Gott. Wir sind unterwegs seit Oktober letzten Jahres. Wir haben angefangen mit 4 Monaten Thailand. Dann waren wir einen Monat in Singapur. Dann 1 Monat in Vietnam und knapp 3 Monate in Malaysia. Dann haben wir 2 Wochen in Deutschland Urlaub gemacht und sind jetzt in den USA, wo wir 3 Monate bleiben möchten. Guck mal, ey Chat, sie geht einfach vorbei. Sie sieht aus wie eine Ami-Tante, ne? Guck mal. Wir gehen gleich zum Hollywood Sign. Dann machen wir Hollywood Boulevard. Das wollen wir uns heute anschauen. Hollywood sozusagen. Sorry. Yeah, yeah, it's okay. Thank you. And I have a surprise for Wolf, you. Wolf, grüß dich. Oh ja, jetzt die Übergabe. This is for you. For me? Yes. Yes. Oh, this was, God, thank you. This we are live streamers from Germany. So we are on Twitch. I don't know if you heard about it. And this is for you. This is from our community because they say that you're very nice and kind. Aww, thank you. Thank you, everybody. Enjoy. Thank you. Wie lange bleibt ihr in Amerika? Bis Ende Oktober. They told us it was free. Yeah, it was free. Bus is free. Yeah, they told us the same, so you don't have to pay anything. Hope so. Wir fahren mal zum Citizens Park später, was der Chat gesagt hat. Und dann gucken wir uns das an. Hallo. Ja, traue ich mich fast schon nicht weiterzulaufen, Chat. Aber das ist hier ist die beste Aussicht von hier oben. Sieht bestimmt nachts auch mega geil aus, beziehungsweise abends. Gucken wir, ob wir irgendwo anders auch noch mal Empfang haben. Wir können noch mal Richtung Hollywood Sign gehen. Vielleicht haben wir da auch noch mal Glück. Ja, Chat, also das ist doch mal eine geile Aussicht hier, oder nicht? Ja, aber wir können froh sein, dass wir überhaupt ein paar Bilder hinbekommen haben hier mit dem Stream, ne? Ja, ja, absolut. Lass uns nicht ärgern. Hollywoods im Hintergrund. Ich mach mal so, ja? Und ich mach mal so. Navigation. Wir haben es euch versprochen und wir haben es nicht gebrochen. So sieht's aus. Genießt 6-1 für Bayern, leck mich am Mucka. Ist das cool oder ist das cool? So, nochmal. Chat, wir versuchen das nochmal. Mal drauf. Okay? Ist mehr Bollywood, oder? Passt es jetzt? Ja? So passt. Herrlich, okay. Ja. Hat, weil ich außer wahrscheinlich auch nur wegen deiner Strümpfe. Ja, genau. So, jetzt sind wir hier schon auf dem Hollywood Boulevard. Wir gehen jetzt rechts. Das fängt ja hier schon an. Da stehen, hier sind schon alle auf der Straße.
das ist ja lustig. Da müssen wir mal nur näher, sonst gehen wir in die entgegengesetzte Richtung. Ja, wir müssen in die Richtung gehen. Okay. Das fängt irgendwo da hinten an, aber wir müssen in die Richtung gehen. Dann gehen wir so anders zurück. Hat der geil, geil. Du kannst ja mal auf den Boden gucken, wen du siehst, den du kennst. Ja. Johnny Maddox. Del Moore kenne ich nicht. Ja, ich glaube, wir kennen nicht wirklich viele, weil, ja. Außer die üblichen Verdächtigen, ne? Das wäre doch schon mal mein Kostüm für Karneval hier. Ja, auf jeden Fall. Ja, also Weltreisen-TV würde ich auch fühlen. Slim Somerville, Jack Bailey. Boah, ich liebe auch diese Souvenirshops, Leute. Oh mein, Lebensgefahr, Chats. Leben am Limit wieder. Am Hollywood Boulevard die Straße überqueren. Frankie. Das ist Mr. Frankie. Mr. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Hey, Leute, ist das mal geil, hier Street Art vom Allerfeinsten. Wow, geil, ey. Ich gehe gleich nochmal rüber ein Foto machen. Rücken, die sehen ja mega aus. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Also ich meine, in Deutschland gibt es ja auch so ein paar Perücken, die man bestellen kann. Aber das ist ja mal geil, oder? Mhm. Das ist so, ich war auch da. Ja, Nacht ist alles generell geiler. Bestes Leben. Mhm. Boah. Wenn ich ein Typ wäre, ich würde hier auch nur so rumlaufen. Hier mit den passenden Käppi ist dazu. Voll geil. Woher kommst du denn auf einmal? Oh oh. Okay. Das, die waren leider, ein Problem. Die waren leider zu schnell. Oh Gott, ich liebe diese Sachen. Hase hier. Bumm, Junge. Mega geil. Ich komme hier gar nicht aus dem. Ja, hier kannst du auch einfach mal so ganz nach verbringen. Unglaublich. Glaube ich, ne? Hey, Chat, das würde ich ja sowas von fühlen. Mega geil. Hier einfach mal so eine Maske, oder? Hey, 7. Kein Thema. Oh, guck mal, Batman hat zugelegt. Ich mach mal die Box aus jetzt, weil mein Akku gleich so wieder nicht leer ist. Alter Schwede, guck mal hier. Alter Falter, die hätten wir gebraucht für unsere Outfit-Hase. Ich werd's verrückt. Die wären geil gewesen zu unserem Outfit, als wir auf der TwitchCon waren. Ne? 100%. Also wenn ich's gewusst hätte. How much is one? How much? $5? Okay. Hase, welche möchtest du haben? I think white is better for me. Yeah. I'm an angel, you know. I'm an angel. This one? Yeah. This is good? Yeah, very good. Oh, okay. Miss, thank you very much. Thank you so much. Have a nice day. Have a nice day. Und jetzt habe ich endlich die Blume gekauft und sie ist unwissend. Dankeschön. Ich bin einfach gerade gewöhnt. Das war aber jetzt gerade wieder Karma. Dank, das war Karma. Er sagt, irgendwas musst du annehmen und dann kommt die Blumenverkäuferin. Hase. Jerry Goldsmith Ice Cube. Ice Cube, das muss ich festhalten. Bester Mann. Möbelgo, hi. From Germany. From Germany. Guten Tag. Hier, Chats. Wir werden es bereisen. Ihr wisst Bescheid, ne?
Oh Gott, Leute, was für ein geiler Tag, ey. Oh Leute, ey. Es war einfach nur unglaublich. Guten Morgen, ihr Lümmels. How are you? Also. Wenn es vorne und hinten nicht funktioniert, sollte man es auch einfach sein lassen, Chat. So. Wohlsa, Vanni. Wohlsa. Leben am Limit, Chat. Leben am Limit. Leben am Limit. Wir sind zwei Losties, die 45 Jahre alt sind, in Deutschland alles aufgegeben haben, letzten Oktober, und gesagt haben, von 0 auf 100 Twitch-Vollzeit-Streamer, haben unsere Jobs gekündigt, die Mietwohnung gekündigt, einen kleinen Sparstrumpf geschnürt und reisen seitdem mit der Twitch.com um die Welt. Alter, oh, schon wieder so laut. Die müssen aber auch einmal alle so laut sein, ne? Guck mal, seht ihr die Berge da hinten, Chat? Boah, mega schön, ne? Aber krass. Es ist immer so ein bisschen, diesig. Sagt man das? Es ist immer so, genau, ein bisschen diesig. Gestern Abend war es ein bisschen klarer, ne? Ihr habt die Möglichkeit, bei Instagram zu folgen. Da könnt ihr von Tag 1 der Weltreise an per Bilderbuch gucken, wo wir überall gewesen sind. Ja? Super geile Bilder auf Instagram. Wer wissen möchte, wie wir die Weltreise organisiert haben, wie wir uns aus Deutschland abgemeldet haben, wer die Zusammenfassungen sehen möchte aus Thailand, aus Singapur, aus Vietnam, aus Malaysia, auf unserem YouTube-Kanal. Es ist einfach schön, sich das anzuschauen. Das heißt nicht, dass ich so ein Haus möchte, im Leben nicht, aber es ist einfach so beeindruckend. Ich habe das wirklich bis dato nur in Filmen gesehen. Sorry, we didn't know that. Yeah, you have the permission, you can take your photos, but no, okay. No, Perfect, okay, I'm yes, sorry for that. Away. You are right. Yes, yes. Okay, yep. Thank you. Okay. Ja, 4,8 Kilometer noch. Also gleich eigentlich fast die komplette Straße hier einmal durch. Ich kann euch mal eine Sache erzählen. Ich bin ja halber Türke, das wissen viele von euch nicht. Ihr lernt jetzt mal was über den Toni. Ich bin halber Türke, und weil meine Mutter damals, als sie mit einem Franzosen verheiratet war, fremdgegangen ist mit einem Türken, der hieß Ahmed, das ist mein Vater. Beziehungsweise war mein Vater, der ist vor 2 Jahren gestorben. Und der Franzose hat dann meine Mutter verlassen, und dann war sie auf sich alleine gestellt und war alleinerziehend sozusagen, beziehungsweise war hochschwanger mit mir. Und sie hatte natürlich wenig Kohle, und dann ist die Fruchtblase geplatzt, und dann ist sie zum Bus gestiefelt mit geplatzter Fruchtblase und hat zum Busfahrer gesagt, ey, meine Fruchtblase ist geplatzt, ich muss ins Krankenhaus. Dann hat der Busfahrer gesagt, alles klar, ich mache eine Ansage, und hat die Leute rausgeschickt aus dem Bus oder hat gesagt, die mit zum Klinikum fahren wollen, können mitfahren. Dann hat er dicht gemacht, hat das Krankenhaus schon informiert, und dann war alles schon geregelt, als meine Mutter angekommen ist mit dem Bus. Und dann hat der Busfahrer noch gefragt, was das denn wird, das Kind, und ob sie schon Namen hat. Hat sie gesagt, so, nee, ich wollte mich überraschen lassen. Und da hat sie ihn gefragt, wie der Busfahrer heißt. Der Busfahrer hat gesagt, er heißt Toni. Und hat meine Mutter gesagt, wenn es ein Junge wird, dann alleine aus Dankbarkeit schon, wird sie das Kind Toni nennen. Das ist meine Entstehungsgeschichte, Chat. Ne? Nur damit ihr da Bescheid wisst. Das ist nicht gelogen. Meine Mutter kann das bezeugen. Geil. Der Park macht um 10:30 zu. Bei euch? Nee, jetzt. Du musst mir helfen. Wir sind 9 Stunden zurück. Deutschland ist 9 Stunden vor. Zurück, und ihr seid vor. So rum. Wirklich. Das ist einfach mega, was ihr mit dem Support hier macht, Leute. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie wertvoll das für uns ist. Ich meine, ihr wisst das. Aber das ist einfach so geil, dass ihr regelmäßig eskaliert. Das ist wirklich einfach. Guck mal hier, das ist doch wie gemalt für uns, die Palme. Guck mal, die Palme hier da oben.
wirft einfach mal diesen Schatten, wo wir jetzt gleich singen werden, Chat. Geil oder geil? Oh Gott, Chat. So, wir sitzen jetzt hier im Echo Park in L.A. Ich frage mich gerade, ob die hier irgendwo Klos haben. Da hinten. Ah, diese gut. Für alle, die nicht wissen, was jetzt kommt, Leute, es war, glaube ich, verdammt, ich lieb dich, ne? Ich singe jetzt für euch. Ihr könnt auch gleich den Ton muten. Aber ich muss meine Schuld einlösen. Und deshalb gibt es jetzt für euch auf die Ohren Matthias Reim. Mega. Unglaublich. Wahnsinn. Das ist der absolute Hammer. Ich habe noch nie jemand elfengleicher singen hören. Wirklich. Bin ich weiter? Nein. Quack, 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 quack. From Germany for you. Oh, hello. What's your name? Matthew. Oh, nice. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Tony and Vanny. Nice to meet you guys. Thank you. Nice. Like sex machine. Fühl ich. Some motherfucker. Danke. Dankeschön, Leute. Kuss. Ja, Schatz, guck mal, Chat, es funktioniert. Wahnsinn. Guck mal. Endlich kann ich den Chat vernünftig lesen. Wie geil ist das denn? Bis sie gleich starten. Geil! Morning, Mister! Greetings from Germany! Greetings from Germany! Oh, yeah. Yes? I'm looking for some action, huh? Yes? Don't touch the dock while it beats. We do. Yeah. Where the action gonna be at. Perfect. Yeah. See you. Okay. Have a good day. You too. Thank you. Bounce. Da fuhr doch gerade auch jemand vor uns mit einem blauen Auto, oder? Mobounce, guck mal, die gehören zusammen. Siehst du das? Shitstorm incoming. Wir haben keinen festen Wohnsitz. Wir sind Weltreisende, wir sind Digitalnomaden. Mein Zuhause ist da, wo meine Frau ist. Und wir sind aus Deutschland komplett abgemeldet. Also es ist wirklich ein reiner Reisekanal. Wir entdecken die Welt, wir zeigen euch das und wir bieten jeden Tag anderen Content. Wir machen uns Gedanken, wir machen uns Mühe und wir zeigen, was ihr halt woanders nicht seht. Und das ist so. Jeglicher Support ist willkommen, Chat. Ich schalte schon mal raus, weil wir sind jetzt gleich da. Also wir brauchen theoretisch nur geradeaus. Ich guck mal eben, was das Navi sagt, wie lange noch. 1,6 Kilometer. Danke, Leute, für den Support. Ja, guck mal, hier, was ihr so seht hier an den Häuserfassaden. Also es ist wirklich einfach überall, die Mauern sind einfach überall bemalt und es sieht einfach mega aus, ne? Es ist einfach mega cool. Okay.
Hi, guys. Hi. You're taking, no paparazzi today. No paparazzi today. For you and him, I mean, okay. Okay. TNR for life. Okay, I'm so sorry. Have a good day. My district. Hey. Babyfaust? Babyfaust. Ja, so machen wir das. Chat, oder? Einmal ins Wasser, Chat. Okay. Kannst auch Bilder, kannst auch ein paar Videos machen, aber nur so kurze, ne? Obergeil, oder? Das ist ja mega. Oh ja, eine Dusche, die kann ich jetzt auch gebrauchen. Aber der Wellgang ist ja echt schön, ne? Der ist nicht so extrem. Hier am Huntington Beach, ne? Das hält sich in Grenzen, oder? Ja, Sunday heute, People. Also ich denke mal, dass die wirklich auch heute sehr viele frei haben, ne? Bleib mal so stehen. Learn more about the treatments online. Nailfungus.com. Und damit fliegen die durch die Weltgeschichte und fliegen über den Strand. Das ist doch krank. Was für ein Video. Ja, hiervon. Was meinst du? Einmal ein Rundvideo. Ja, okay. Los, komm. Hey. Behey. Yeah. Du bist auch so ein kleiner Groupie, ne? Ja, klar. Das ist einfach unglaublich schön, oder? Also ist die Schauspielerei. Thank you. Thank you. Queen Vanessa, 19 drugs, no cursing, no violence. Kids love it. Baby love it. Oh, okay. Just this one is yours. You can also play this on your phone. Thank you so much. Yeah, leave me a tip. I will listen it. You're German here? Yes. Germany is not a team. Germany is not a team. Germany is a team. Germany on the biggest thing. Thank you so much. See you on the back one. 10 von 10 oder was? 11 von 10, ja. 11 von 10. Kannst du mal kommen auf die andere Seite? Boah, ich liebe das Lied. Warte, ich mach mal hier ein bisschen fester. Alter, was ist das denn hier? Wenig Beach noch. Ja, auch ein geiler Look hier. Hauptsache hier. Und ja, Muskeln überall, gut gestählte Körper, egal ob Frauen oder Männer. Gott wert ist es, also das würde ich bei dir fühlen. Ja, hör doch auf. Auf jeden Fall. Ja, oh, guck mal, Chat. Chat, ich hab's gesehen, eben aus dem Weg, ich hab Anni gesehen. Hier. Oder? Hast du gesehen? Hab ich gesehen. Mit der Zigarre immer wieder geil. Ah, Anni ist einfach der Geilste. Eieiei. Leute, haltet euch fest. Die ganzen Lamasitas hier, meine Güte. So viel Haut habe ich auch noch nicht gesehen. Chat. Aber ich könnte mir das nicht vorstellen, mitten in der Sonne zu trainieren. Also mitten in der prallen Sonne. Aber hier ist doch jetzt nicht warm. Das ist ja total angenehm gerade, ne? Ja, das wäre trotzdem nichts für mich. Oh, das kriegen wir wieder mal. Oh, danke, mein Lieber. Ich habe alles gesehen. Ja, Leute. Oh wow, da muss ich aber mal ein Bild von machen, das ist so geil. Guck mal nach oben, die Fassade. Ich
Ja, ich finde wirklich, das sieht aus wie ein riesen Rummelplatz hier. Einfach nur mega. Mami, Papi, ich will das machen. Das da drüben und das hier auch. Kannst du mal halten zwischendurch, sonst muss ich das immer auf den Boden stellen. Aufhaben. Chat. Das euch auch gefällt. Es geht doch nichts über so schöne bunte Farben und das in der Nähe vom Strand, ne? Jetzt gehe ich hier so links rum. Und dann passt es auf einmal. Wir sind ungefähr auf der Hälfte zum nächsten Pier. Ah, okay. Cool. Aber die stehen da an und gucken so, als würde es da irgendwas geben. Wo denn? Da. Ja. Sie hat umgesattelt, Chat. Okay. Das ist sie, die eben mit dem Fahrrad nicht klarkommt. Yes, we are from Twitch. You are? Yes. Really? Yeah, yes, on Twitch. Too. Yes, but we are German streamers, so we are coming from Germany. Uh-huh, okay. And we are visiting LA now. Nice. Are you live right now? Yes. Yeah, right, live. What channel? Weltreisen. Let me see. V. Can you type it? Yeah. V? Yes, of course, I can type it. Okay, go ahead. Thank you. What is your name? Desi. Hello, Chad. Hi. Desi? Desi Heat is my channel. Okay. Yeah. Guck mal, Chad. Da trifft man einfach hier weltberühmte Streamer, okay. Ne? Das ist das? Uh-huh. Oh, awesome. I'm gonna follow. Yeah, me too. Oh, thanks. And then so I'll follow you guys on Twitter. If okay. You nice to meet you. Nice to meet you guys. Bye, guys. Enjoy your day. Bye, Chad. Yeah, nice to meet you guys. Have fun. Ey Leute, was für ein geiler Tag, ne? Ich liebe es einfach. Los Angeles, unfassbar. Warte. Ja, dann, ich glaube. Vergessen worden hier. Also wie viele Leute heute schon wieder reingekommen sind und gesagt haben, ey, voll geile Stimmung bei euch, mega nicer Stream und so weiter. Krasse, krasse Geschichte. Danke. Dankeschön, meine Lieben. Kuss. Kuss auf die Nuss. So, weiter geht's. Ja, die dürfen auch immer am Beach fahren. Ja, ist doch okay. Die müssen ja nur am Beach fahren. Die fahren nur am Beach. Ist auch wirklich annehmen und. Strawberry Hennessy.
Leute. Ich bedanke mich im Namen von Weltreisen, von Toni und mir, dass ihr so geil seid, dass ihr einfach nur Liebe seid, dass ihr unsere Weltreisenfamilie seid, dass so viele neue dazugekommen sind, die einfach super nett sind, das Ding verstanden haben, neugierig sind, Fragen stellen, positiv sind und einfach nette Sachen hier reinschreiben. Genau so wollen wir das. Und es ist einfach jeden Tag wirklich eine Wonne für mich, diesen Stream zu öffnen und lesen zu dürfen, was wir hier für tolle Menschen haben. Danke, dass ihr den Stream mit uns genossen habt. Das waren heute richtig krasse Eindrücke. Wir haben euch lieb. Vielen, vielen Dank für diesen mal wieder kranken Support. Wir hoffen, das geht ganz, ganz lange so weiter, dass wir euch alles zeigen können, was in unserer Macht steht. Und ich hab euch lieb. Lasst euch nicht ärgern. Denkt immer positiv, egal wer euch sagt, ihr könnt was nicht. Ihr seid nicht gut genug oder was auch immer. Ihr seid toll, ihr seid wertvoll und ihr gehört zu uns, zur Weltreisenfamilie, und das ist genau der richtige Platz.